Genau, dann geht's jetzt los. Ich habe das heutige Webinar in zwei Teile eingeteilt. Und zwar einmal die Lesetextsorten, die es so geben kann, und dann die Einführung der authentischen Texte in unseren Sprachkursen. Okay, als allererstes würde ich gerne darauf eingehen, welche Lesetextsorten es geben kann. Das habe ich hier mal am Beispiel der BSK B2-Prüfung gemacht. Die ist zumindest in Deutschland ist das diese neue Prüfung von TELC. Dort gibt es vier Teile zu Lesetextsorten, die Lernende lesen und verstehen können müssen und auch beantworten können müssen. Ja, da geht es einmal um Artikel einer Wirtschaftszeitung, dann geht es um betriebsinterne Texte, was ja schon sehr authentisch klingt, ja, also nach wirklich sehr authentischen, realen Texten. Dann gibt es einen Blogeintrag, den es zu verstehen gibt, und ein Protokoll, was nachvollzogen werden muss. Ja, hier kann man auch schon erkennen, dass zumindest in diesem Bereich und in dieser Prüfung schon sehr in die Richtung von authentischen Texten gegangen wird und auch andere Prüfungen ja durchaus authentische Texte oder zumindest Textsorten, die sehr authentisch sind, in ihre Prüfungen mit einbauen. Ja, wo da jetzt der Unterschied ist, ob das wirklich authentisch ist oder doch noch sehr für Lernende gemacht ist, das werden wir im Laufe dieser nächsten guten Dreiviertelstunde sehen. Als nächstes würde ich Ihnen gerne erst einmal dieses Bild hier zeigen, was ich Ihnen gleich nochmal zeige, und habe auch schon die erste Frage an Sie. Ich zeige Ihnen das Bild gleich wieder. Welche Textsorten erkennen Sie denn jetzt auf diesen Bildern? Ja, das sind drei Bilder. Das ist auch beabsichtigt ein bisschen unscharf gemacht. Schreiben Sie einfach mal in den Chat, welche Textsorten können Sie denn hier erkennen? Ja, das ist natürlich in verschiedenen Sprachen so, oder beziehungsweise ist die Sprache gar nicht zu erkennen. Aber so ungefähr geht es ja auch unseren Lernenden. Selbst im B2 kann es unseren Lernenden ja durchaus so gehen. Genau, wunderbar. Ein Gedicht, eine Nachricht und ein Zeitungsartikel. Genau, Gedichte, SMS, Zeitung. Genau, wunderbar. Absolut, absolut authentisch im Sinne von zeitgemäß, ja, im Sinne von 21. Jahrhundert. Genau, es könnte auch ein Lied sein. Es ist, in dem Fall ist es ein Gedicht, aber es könnte auch ein Lied sein. Genau. Genau, und es ist entweder eine SMS oder eine WhatsApp. Oder vielleicht auch ein ganz anderes Format, was man nutzen kann, mit den aktuellen Smartphones. Aber genau. Und das sind alles drei Sorten, die sich sehr gut in Sprachkursen, also besonders in den höheren Sprachkursen eignen, auch zur Einführung von authentischen Texten. Genau, der Zeitungsartikel ist auf Chinesisch. Genau. Ja, aber wir als Lehrende und als ja, Menschen, die einen weiten Bildungsweg gegangen sind einfach in der Lage, auch nur mit Hilfe eines unscharfen Bildes beziehungsweise einer Sprache, die zumindest wahrscheinlich die meisten von uns nicht lesen können. Das ist eine Unterstellung. Wenn Sie das alle können, nehme ich das zurück. Ich kann es nicht lesen auf Chinesisch. Können wir aber trotzdem erkennen, welche Textsorten es gibt. Ja, das liegt daran, dass wir gelernt haben, mit Texten umzugehen. Ja, und zwar sind wir auf dieser Pyramide ganz oben angekommen. Ja. Was das Oberste bedeutet, erkläre ich Ihnen gleich, aber das ist eine sogenannte Pyramide der Literacy, hier genommen von Shanahan und Shanahan, das sind Linguisten. Die Literacy oder auch die Literalität, so wird es halt im Deutschen übersetzt, bezeichnet die. Oh, es ist Japanisch. Okay, wenn der Zeitungsartikel Japanisch war, sehe ich gerade im Text, dann, ne? Also mir auch völlig unklar. Vielen Dank. Ja, also die Literalität bezeichnet die Fähigkeit des Lesens und des Leseverstehens sozusagen, ja. Und wir fangen mit der untersten Stufe an, die natürlich die Basis ist, nämlich die Basic Literacy. Die beinhaltet alles vom Beginn an, was bedeutet, man kann
Laute dekodieren. Also ich kann ein Wort vor mir sehen und kann diese einzelnen Buchstaben in Laute dekodieren und sie zusammenziehen. Genau. Es ist Japanisch oder Chinesisch, genau, völlig egal. Ja, und es geht dann dahin über, dass man in der Lage ist, das kennen Sie, wenn Sie selber Kinder haben oder vielleicht auch Kinder unterrichten, beziehungsweise wenn Sie in den Anfängerkursen sind, kennen Sie das auch, man geht so über vom wirklich Buchstabe für Buchstabe lesen, also wirklich von dieser Lautzusammenziehung geht man oder gehen Lernende über in flüssiges Lesen. Ja, und das habe ich hier auch links daneben geschrieben, die Reading Fluency, die Leseflüssigkeit ist absolut wichtig, ist eine absolute Grundlage, um ins Leseverstehen zu kommen. Ja, das bedeutet nämlich, dass ich sowohl leise, das heißt eigentlich auch nur mit meinen Augen, als auch laut flüssig lesen kann. Ja, das Lesen findet automatisiert statt. Das heißt, ich konzentriere mich nicht mehr auf das Lesen an sich. Dieser Prozess ist abgeschlossen. Ja, ich kann mich auf den Inhalt konzentrieren. Ich kann sinngestaltend lesen. Ja, auch wenn wir hier von einer Niveaustufe im B2-Kurs reden, haben wir sicherlich das alle schon mal erlebt. Also ich habe es auf jeden Fall erlebt, dass auch im B2-Kurs die Leseflüssigkeit noch nicht zwangsweise vorhanden ist. Ja, wenn diese Leseflüssigkeit noch nicht vorhanden ist, ist das absolut wichtig, dass man das übt. Ja, ansonsten können Sie authentische Texte, vereinfachte authentische Texte verwenden, aber es ist absolut notwendig, dass das Lesen, der Leseprozess an sich nicht mehr bedeutet, dass man wirklich Wort für Wort lesen muss, sondern dass ich automatisiert lesen kann. Quasi so wie wir auch lesen. Ja, wir lesen nicht Wort für Wort. Also wir lesen sehr viel schneller natürlich, aber wir müssen nicht jeden einzelnen Laut dekodieren erstmal, um herauszufinden, wie wir das jetzt zusammenziehen müssen. Ja, das ist absolut als Basis wichtig, aber auch schon an dieser Stelle, wenn Leseflüssigkeit vorhanden ist, wenn man Wortbedeutungen verstehen kann und wenn man einen Sinn im Sinne von Satzverständnis und auch von Textverständnis erarbeiten kann, dann richtig, wir antizipieren, genau, steht hier gerade im Chat. Aber wenn man das kann, erst dann hat man das Leseprinzip verstanden und auch erst dann ist es zielführend und auch spaßbringend, ja, authentische Texte mit einzuführen. So, was ist jetzt die nächste Stufe? Die Mittelstufe oder auch die Intermediate Literacy? Da ist man in der Lage oder sind Lerner auch in der Lage, sich neue Wörter durch den Zusammenhang zu erschließen. Das ist unglaublich wichtig, also für alles Mögliche. Ja, wenn wir im B2-Kurs sind, haben wir oft Texte, die schon, wenn sie einfach aus dem Lehrwerk genommen sind, wahnsinnig hohen Wortschatz verlangen, oft viele unbekannte Wörter enthalten. Aber der Zusammenhang ist so klar für die Lernenden, dass sie sich neuen Wortschatz erschließen können. Ja, hier ist es aber immer noch so, dass es sich um Texte handelt, die eher alltagsbezogen sind, also auch im Wortschatz, der eher alltagsbezogen ist. Das heißt, wenn Ihre Lernenden sich auf einen Beruf vorbereiten, heißt es noch nicht zwangsweise, dass sie in der Lage sind, berufsbezogene Texte zu lesen, ja, beziehungsweise eher fachspezifische Texte zu lesen. Ja, hier ist es aber auf jeden Fall möglich, längere Texte zu lesen. Ja, also wenn Lernende wirklich sich länger auf einen Text, auf einen langen Text konzentrieren können, dann ist hier eine ausgeprägte Kohäsion und Kohärenz da. Das bedeutet, das Weltverständnis für den Text ist sehr viel größer. Es gibt also sehr viel mehr Vorwissen. Es werden Fragen an den Text gestellt. Lernende lesen den Text nicht einfach nur, sondern gehen damit um. Ja, also sie hinterfragen den Text, sie führen eigenes Wissen mit dazu. Ja, und sie können den Übergang von einem Satz zum nächsten Satz verstehen, beziehungsweise auch den Übergang von einer Phrase oder von einem Absatz zum nächsten Absatz. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Ja, denn das Vorwissen, die Vorerkenntnis, und alles, also alles, was ich an Weltwissen mit hinzubringe, ist auch wahnsinnig wichtig, um in den Text mit einzuführen oder um mit einem Text umgehen zu können, ja. Beziehungsweise gar kein Vorwissen
und sich über den Text Wissen aneignen. Das ist an dieser Stelle schon möglich, aber nur bedingt. So, und jetzt die höchste Form des Leseverstehens, das ist das, was wir auf jeden Fall haben und was unsere Lernenden im B2 erreichen müssten, also spätestens im B2, denn B2 ist fortgeschrittenes Level, ja, also wie wir alle wissen, das ist ein absolut fortgeschrittenes Level, ja, dass man eben fachspezifische Texte lesen kann, also Disciplinary Literacy, das heißt, ich bin in der Lage, in den verschiedenen Disziplinen Texte zu lesen. Sollten Sie Schüler unterrichten, also Lernende an einer Schule, sagen wir an einer Oberstufe oder so, dann würde das im Beispiel halt bedeuten, dass sie sowohl Texte im Chemieunterricht lesen können, als auch, sagen wir, im Hauswirtschaftsunterricht. Das würde jetzt zu diesem Beispiel passen, ja, beziehungsweise im Sozialkundeunterricht, ne? Ich habe hier als Beispiel gegeben, eine Lösung für Konflikte finden, ist ja eine Sache, um mit einem Text umzugehen und auch vor allem das Wort Lösung zu verstehen, beziehungsweise eine Lösung kann zu Hautreaktionen führen. Ja, also das könnte auch aus dem Biologieunterricht kommen oder eben aus dem Chemieunterricht, ja, oder Hauswirtschaftsunterricht, wenn es jetzt hier um Reinigungsmittel geht, die wir nicht auf der Haut haben sollten, wie Scheuermilch zum Beispiel. Ja, Lernende sind also in der Lage, dieses eine Wort Lösung, die verschiedenen Bedeutungen dieses Wortes haben sie so verinnerlicht und können so gut mit dem Text umgehen, dass sie verstehen, dass es sich hier wirklich um zwei verschiedene Dinge handelt. Ja, also einmal um die Problemlösung und einmal um eine Flüssigkeit, um einen Stoff, der eben auf der Haut reagieren kann. Das ist die höchste Form des Leseverstehens. Und erst hier ist man eigentlich in der Lage, also nicht eigentlich, ist man in der Lage, fachsprachlichen Wortschatz zu verstehen. Ja, im deutschen Schulsystem sind Schüler, also man sagt, sind Schüler ab der 7. Klasse ungefähr in der Lage, so mit Texten umzugehen. Das ist eine grobe Einschätzung. Ja, und das ist etwas, was man sagt. Das heißt nicht, dass das generell so ist. Okay, gut. Das als Basis. Wir haben also diese drei Stufen der Literalität und wir wissen, wir sind in der Lage, weil wir nämlich die höchste Stufe der Literalität haben, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Lesetextsorten umgehen können, weil wir sie alle gelernt haben. Wir müssen unseren Lernenden im Kurs diese oder verschiedene Textsorten erst beibringen. Also das ist auch meine Erfahrung, egal auf welcher Niveaustufe, manche Textsorten muss man halt erst lehren. Genau, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen zur eigentlichen Hauptattraktion unseres Webinars, ja, wie führe ich denn jetzt authentische Texte ein? Dazu würde ich gerne erst einmal von Ihnen wissen, wie oft Sie denn authentische Texte in Ihren Kursen nutzen. Beziehungsweise, wenn Sie sagen, das ist jetzt zu schwer einzuschätzen, machen Sie das denn überhaupt? Ist das realistisch oder sagen Sie eher, wir halten uns lieber an die Lehrwerksvorgaben beziehungsweise an Texte, die für Lernende gemacht sind. Oder wie ich gerne sage, für nicht deutsche Muttersprachler. Okay, jawohl, wunderbar. Ich mag auch authentische Texte sehr gerne. Genau. Das ist auch, wir sind jetzt zwar quasi in Beispielen aus dem B2, also auch Lehrwerke zweimal pro Woche. Oh, wunderbar. Das ist ja sehr, sehr klar. Die Teilnehmerinnen aus ihrem Alltag mitbringen. Ja, das finde ich auch sehr gut. Also wenn das möglich ist, genau, sehr oft in der Oberstufe eigentlich nur. Okay, bei Schülern ist das auch durchaus nochmal was anderes. Ja, und da kommt es auch drauf an, wo man dann in der Oberstufe ist, in welcher Niveaustufe. Ja, okay. Richtig, es erfordert gute Vorentlastung. Genau, ja, Kataloge, Werbung, Gedichte, Zeitungsartikel. Ja, und wenn Sie Lernende auf A1-Niveau hätten, ist das, was hier jetzt gerade im Chat stand mit Kataloge oder Werbung, ist das auch im A1 möglich, weil Werbung ja unter Umständen auch nur aus einem Wort besteht. Und dann ist es ja trotzdem ein authentischer Text. Genau, ich mache das auch sehr gerne, also authentische Texte gerne so oft wie möglich anzubieten, zumal man da nochmal ganz anders aussuchen kann und gucken kann, dass das so alle Lernenden anspricht, ja.
Genau, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Broschüre, ja, Broschüren lese ich auch. Ja, genau. Mehrmals für B1 plus Niveau. Ja, je höher die Niveaustufe, desto einfacher und auch desto umfangreicher kann man natürlich authentische Texte anbieten. Es wäre aber auf den niedrigeren Stufen auch möglich. Ja, also zumindest in so ganz bestimmten Bereichen. Da wären natürlich keine Zeitungsartikel oder generell Fachtexte möglich, aber zumindest Dinge, die eben vereinfacht dargestellt sind in zum Beispiel einfacher Sprache. Ja, Werbung. Also genau, Werbung aus Zeitschriften, Werbung ist immer, Werbung enthält halt Alltagssprache, denn es soll ja eine riesengroße Gruppe an Personen ansprechen. Ja, und deswegen ist es auch schon in niedrigeren Niveaustufen möglich, Werbung zu verwenden. Genau. Okay. Was brauchen wir denn, um authentische Texte einzuführen? Denn wie hier schon richtig im Chat stand, es erfordert eine wahnsinnsgroße Textvorentlastung und es erfordert auch, dass Menschen mit Texten schon umgehen können, also Lernende. Ja? Es gibt drei Formen des Leseverstehens. Und das erste Leseverstehen, also es gibt die Pyramide mit der Literalität und dann gibt es quasi so drei Stufen, wie man mit Leseverstehen umgehen kann. Und das erste, das Grobe, ist das globale Leseverstehen. Das kennen Sie bestimmt alle, das haben Sie spätestens in der Prüfungsvorbereitung gesehen. Ja, wenn je nachdem, welcher Teil des Leseverstehensteils gerade quasi abgefragt wird, ja, da ist immer das globale Leseverstehen dabei. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass man den Inhalt aus dem Kontext heraus verstehen kann. Das heißt, der Text wird gelesen und der Inhalt wird per se erstmal verstanden. Ja, deswegen so eine allgemeine Texterfassung. Ja, es wird verstanden, wo die Einleitung des Textes ist, was der Hauptteil des Textes ist und was der Schluss ist. Ja, wirklich ganz, ganz grob und die Lernenden können den Text wiedergeben. Also sie können ihn einfach grob wiedergeben. Ja, ein Text ist auch ein Text, sage ich mal, von 5 Sätzen, also wenn das quasi wie so eine Mini-Geschichte oder Mini-Ablauf ist, ja, der kann grob wiedergegeben werden, dieser Inhalt, ja. Wichtig ist, dass im globalen Leseverstehen die Lernenden nicht jedes einzelne Wort verstehen müssen. Für uns ist es klar, aber vor allen Dingen den Lernenden muss klar sein, dass sie nicht immer, also besonders im B2-Niveau, also ab B2-Niveau oder B1 plus Niveau eigentlich schon, ja, dass sie nicht jedes einzelne Wort verstehen können müssen, um den Inhalt des Textes zu verstehen, um mit dem Text umgehen zu können. Ja, ich habe zwar vorhin gesagt, dass der Wortschatz und das Leseverstehen dann so groß ist, dass man sich unbekannte Wörter selber erschließen kann, aber es gibt immer die Wörter, die man sich nicht selber erschließen kann. Es gibt immer den Inhalt, den man sich nicht selber erschließen kann. Ja, das ist auch völlig okay. Wichtig ist, dass das eben nicht so eine große Masse an Wortschatz ist, den die Lernenden nicht verstehen, sondern einfach nur einige Wörter, dass sie nicht aufgeben. Das kennen Sie bestimmt alle. Da sind drei Wörter im Text, die nicht verstanden werden und das Lesen stagniert. Ja, die Arbeit mit dem Text stagniert, weil Wörter nicht verstanden worden sind. Das heißt, bevor wir oder wenn wir authentische Texte einführen und mit authentischen Texten umgehen, ist es grundsätzlich wichtig, dass Lerner lernen, einfach quasi darüber zu gehen, dass sie Wörter nicht verstehen. Das heißt ja nicht, dass man das später nicht besprechen kann. Ja, das sage ich nicht. Aber zumindest erstmal zu sagen, es reicht, was du verstehst, um damit umgehen zu können. Ja. Denn das nimmt auch die Angst davor, dass man alles verstehen können muss. Und es ist wahnsinnig wichtig für die Prüfung. Ja, denn in einer Prüfung, also zumindest hier ist es so, oder bei uns ist das so, es können keine Wörterbücher benutzt werden. Also auch keine deutsch-deutschen Wörterbücher. Es kann nichts zur Hilfe genommen werden. Und diese Texte sind ja für gewöhnlich trotzdem unbekannt. Also auch wenn man die geübt hat und wir das vorbereitet haben, ja, aber das, was dann am Ende in der Prüfung drankommt, ist ja unbekannt. Ja, also das erstellen wir ja nicht, diese Prüfung. Ja, das heißt, wenn Sie dann davor sitzen, sowieso aufgeregt sind, ja, und diese Prüfung schreiben müssen, einen Zeitdruck haben, ja, dann ist es unglaublich gut, wenn Sie wissen, alles klar,
ich lese das jetzt erstmal, ich bin in der Lage, den roten Faden zu sehen und ich bin in der Lage, den Kontext allgemein zu verstehen, ja, wesentliche Informationen herauszunehmen und Schlüsselbegriffe zu entnehmen. Ist auch super gut, um Aufgabenstellungen überhaupt erstmal zu verstehen und auch, um mit authentischen Texten umgehen zu können. So, Moment. Okay, wie machen wir das jetzt? Ein Übergang vom basalen zum mittleren Leseverstehen. Das heißt, von der in der Pyramide ganz unten, von der Grundlage zur mittleren Stufe. Es ist möglich. Und im B2, wenn Sie das neu einführen, wenn Sie authentische Texte wirklich neu einführen, dann zu sagen, okay, wir fangen mal mit was ganz Einfachem an, deswegen auch basal, ja, wir nehmen mal alltagsbezogene Texte, ja, oder um nochmal intensiver zu üben, ja, da kann man Zeitungsartikel nehmen, je nachdem. Ja, also je nachdem, wie die geschrieben sind, ja, man kann Foreneinträge nehmen, die sind relativ aktuell. Rezepte eignen sich grundsätzlich, ja, aber auch Gerätebeschreibungen oder Anweisungen sind immer eine schöne Möglichkeit, um in authentische Texte einzuführen, ja. Und jetzt habe ich hier ein Beispiel genommen aus einem Lehrwerk, ja. Wir wollen einen Text einführen, der sich aufgrund des aktuellen Themas das Händewaschen dreht, der sich um hygienische Bestimmungen dreht. Das hier ist aus dem Lehrwerk Fokus Deutsch erfolgreich in Alltag und Beruf B2 neu genommen. Ja, hier sehen Sie schon, das ist ein ganz kurzer Text. Man muss den Lückentext ausfüllen. Das liegt darin, dass das vorher besprochen worden ist, diese hygienischen Maßnahmen. Also es geht um Hygiene in der Pflege. Das ist das große Oberthema in diesem Kapitel, ja, und sie haben wirklich ganz einfach unten drunter nochmal die Benennung der Teile der Hand, ja, auch wenn es B2 ist, aber das ist wirklich eine ganz vereinfachte Form, um mit einem Text umzugehen, ja, sie haben eine im Vergleich vereinfachte Sprache, es ist natürlich die Sprache vom B2-Niveau, aber es ist erstmal die vereinfachte Sprache, ja, die Verben, die hier benutzt werden, entstammen der Alltagssprache. Es gibt nur eine Nebensatzkonstruktion in diesem Text hier. Und die Sprache ist hier eher konzeptionell mündlich. Was heißt das? Das heißt, dass die Art, wie dieser Text hier geschrieben worden ist, sich eher daran orientiert, wie wir im Deutschen auch sprechen. Ja? Die Texte, die wir die authentischen Texte, die wir lesen, sind konzeptionell eher schriftlich. Ja? Das heißt, Zeitungsartikel, besonders die aus dem, ich sag mal, Stern oder Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder so, ja, nur so als Beispiel, oder Fachtexte, die entstammen der Schriftsprache. Ja? Das sehen wir uns gleich an, was das bedeutet. Aber dieser hier entstammt eher der gesprochenen Sprache. Ja? Hier habe ich ein Beispiel genommen. Also wir haben jetzt den eher vereinfachten Text aus dem Lehrwerk gelesen und sehen jetzt den Text zu hygienischen Maßnahmen, der vergleichsweise relativ einfach geschrieben worden ist, aber ein authentischer Text, der zum Infektionsschutz, also generell nicht mal zum Gesetz, sondern einfach zum Infektionsschutz, wie es dazu kommt, dass wir eben regelmäßig Hände waschen müssen und was eben passieren würde, wenn man das eben nicht tun würde, ja. Und schon hier in diesem kurzen Abschnitt, der immer noch grob die gleichen Schlüsselwörter beinhaltet, wie zum Beispiel Hände waschen, ja, erkennen wir, dass viel mehr Nominalisierung benutzt wird, ja. Es gibt eine Kausalverkettung, ja, wenn dann, wenn dann, wenn dann, also und so weiter, ne? Und schon diese, also es ist ein längerer Satzbau und so wie dieser Text geschrieben ist, das ist eher schon konzeptionell schriftlich, ja? Nominalisierung ist etwas ganz Typisches für das konzeptionell Schriftliche, ja? Da gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel Passivverwendungen, die eher so im schriftlichen Bereich verwendet werden. Was ganz typisch ist, wäre auch das Präteritum, wenn auch nicht grundsätzlich in jeder Form oder in jeder Satzform.
Textform, aber es ist einfach eine Art, wie wir nicht sprechen würden. Ja? Aber diesen Text aus dem Lehrwerk zu verwenden und den sich wirklich genau anzugucken und über die Sprache zu sprechen, wie denn dort Satzbau ist, wie dort der Wortschatz ist und wie das im Vergleich hierzu ist, ist eine Möglichkeit, in einen authentischen Text überzugehen und auch die Angst zu nehmen, dass man das nicht versteht. Ja, auch wenn hier ein längerer Satzbau ist, es ist immer noch trotzdem Wortschatz, der eher bekannt ist. Ja, es ist nur die Art und Weise, wie er verwendet wird. Das, also wie der Satzbau gebaut wird, das ist eher etwas vielleicht schwieriger oder komplizierter, aber eine schöne Art, um von A nach B sozusagen zu kommen. Ja, also hier ein eher vereinfachter Text, um von den basalen zum mittleren Leseverstehen mit authentischen Texten zu gehen. Wenn unsere Lernenden auf der mittleren Ebene sich befinden und wir zum fachspezifischen Leseverstehen übergehen, mithilfe von authentischen Texten, ja, kann man schon beginnen, Artikel aus Fachzeitschriften zu nehmen oder Arbeitsanweisungen und Schutzmaßnahmen, die sind immer noch so, dass sie insbesondere, wenn Lernende sich sowieso in diese Richtung, in diese berufliche Richtung, wo die Schutzmaßnahmen oder Arbeitsanweisungen notwendig sind, wenn sie sich sowieso dahin bewegen, ist ja auch die Motivation da, zu sagen, das will ich jetzt verstehen, ja, und so. Hier habe ich einen Text über ein sehr aktuelles Thema, nämlich Plastik im Meer. Ja, auch dieser Text entstammt aus einem Lehrwerk und zwar dem Weitblick B1+. Ja, denn auch im B1+ sind wir eigentlich im Disciplinary Literacy angekommen. Ja, und hier sehen Sie, der Text sieht erstmal sehr lang aus, ist es durchaus auch, aber natürlich sind Wortwahl und Satzbau an die Niveaustufe angepasst, nämlich ans B1+. Ja, Konnektoren, die hier verwendet werden, sind ausgewählt. Das heißt, es gibt nicht eine Vielzahl an Konnektoren, sondern nur eine ganz bestimmte, die sich auch immer wieder wiederholt. Dafür ist es ein Text für Lernende, ja, und auch der Fachwortschatz ist eher begrenzt. Das heißt, es gibt nur eine bestimmte Anzahl, denn es geht ja hier ums Sprachelernen, ja. Und der Satzbau ist eher gleichbleibend, aber schon länger, ja. Es geht hier darum, wie viel Plastik sich mittlerweile in den Meeren befindet, wie der da hinkommt und wie das quasi historisch, zumindest in der jüngsten Historie, gewachsen ist. Genau, es sind viele Zahlen enthalten, das außerdem ja, also Zahlen sind ja auch etwas, womit Lernende eher umgehen können, aber auch das sind Dinge, es ist ein Text, der wunderbar als Basis verwendet werden kann, ja, und ich sage auch, wenn meine Lernenden mit diesem Text nicht umgehen können, ja, aus dem Lehrwerk, dann ist es wahrscheinlich auch eher unproduktiv oder weniger produktiv, mit einem authentischen Text umzugehen, ja. Wenn sie das aber können, ja, wenn wir den gut durchgearbeitet haben, wenn wir den verstehen, wenn wir uns den Wortschatz angeguckt haben, wenn wir uns den Satzbau angeguckt haben, sollte das notwendig sein, können wir super schön in diesen Text hier übergehen, ja, der ist von einer Studie, von einer Statistik entnommen worden über Kunststoffe und Müll und Kunststoffproduktion, also das ist ein authentischer Text, ja, und ich habe hier quasi nebeneinander gestellt, einmal der links sehen Sie den Text aus dem Lehrwerk, also einen Abschnitt vom Text aus dem Lehrwerk. Und rechts sehen Sie diesen authentischen Text. Und ich zeige Ihnen den Text gleich wieder, aber ich gebe Ihnen jetzt Ihre nächste Aufgabe sozusagen, dass Sie bitte mal kurz beide Texte überfliegen und nur so mit einem Wort in den Chat schreiben, welche Unterschiede Ihnen denn auffallen. Ja, nicht alle, ja, das wäre zu viel, aber So mit einem Wort etwas Bestimmtes, was Ihnen vielleicht auffällt, worin die sich unterscheiden. Genau, dazu gebe ich Ihnen kurz Zeit. Ist auch ein schöner Text. Also, wer Weitblick B1 Plus hat,
kann wunderbar damit arbeiten und umgehen. Genau, passiv versus aktiv. Anspruchsvollerer Satzbau rechts. Ja, genau. Ja, denn es ist auf der rechten Seite ist es der authentische Text und der ist konzeptionell schriftlich. Ja, im Deutschen konzeptionell schriftlich. Wir benutzen Passivkonstruktionen sehr viel mehr. Wir haben einen entweder längeren Satzbau oder eine Art, Phrasen aneinander zu reihen. Im Schriftlichen, wie wir es im Mündlichen nicht machen würden. Genau, Partizipien werden sehr viel mehr verwendet. Vorgangspassiv, wunderbar. Genau, ja, das ist etwas, was wir durchaus mündlich benutzen, aber eben viel, viel weniger. Ja, vielleicht auch ein, also ich möchte nicht vorweggreifen, deswegen sage ich es vielleicht lieber noch nicht, ja, aber also komplexer zu verstehen. Auch wenn er ja eigentlich kürzer ist, ja, also quasi rein vom Zählen her, ja. Aber wenn man beides nebeneinander stellt, dann kann man sehen, genau, Partizipien als Adjektiv, wunderbar, ja, dann kann man, können auch Lernende das miteinander vergleichen. Ja, also Sie können erst diesen einen Teil aus dem Lehrwerk lesen, der dann ja schon bekannt sein sollte, ja, und dann diesen anderen Teil aus dem authentischen Text, aus dieser authentischen Textform verwenden, ja. Denn Partizipien als Adjektiv sind ja, also zum Beispiel, weil das hier steht, oder auch das Vorgangspassiv, das sind ja trotzdem Themen, also grammatikalische Themen, die man im B1 verwendet. Ja, die man auch gerne, also die sowieso geübt werden müssen und die man ja gerne immer wieder anwendet. Ja, genau. Okay, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Was können wir denn machen, um diese Texte also um dahin einzuführen oder um das noch effektiver zu nutzen, als es vielleicht ohnehin schon getan wird? Dann ist eine Möglichkeit, wenn wir nochmal zum Hygienemanagement in der Pflege zurückgehen, ja, dass man grundsätzlich die Überschriften bespricht. Ja, denn in den Überschriften steckt schon ganz, ganz viel drinne, ist ganz, ganz viel von dem, was im Text besprochen wird, natürlich schon drinne. Das ist der gleiche Text von vorhin und jetzt sehen wir die Überschrift dazu. Ja, Hygienemanagement in der Pflege. Ja, also um den Text einzuführen, sowohl den Lehrwerkstext als auch den dazugehörigen authentischen Text einzuführen, ja, ist es immer unglaublich gut, um einen Text vorzuentlasten, einfach über die Überschriften zu sprechen. Ja, worum geht es in dem Text? Was passiert hier gerade? Welche Fragen können wir an den Text stellen? Ja, ich habe gesagt, ab der mittleren Stufe ist es so, dass Fragen an den Text gestellt werden. Ab der mittleren Stufe ist es auch, also spätestens ab der mittleren Stufe in der Literalität ist es auch so, dass man in der Lage ist, zu sehen, welche Textsorte es ist. Das heißt, ich sollte also auch bestimmte Erwartungen an den Text haben. Und wenn hier Hygienemanagement in der Pflege steht, sollte ich als Lernender und auch als Lesender einfach erwarten, dass jetzt hier Informationen dazu gegeben werden. Es ist also ein informativer Text. Es ist vielleicht weniger eine Geschichte. Es ist nicht ein Gedicht. Ja, es ist auch kein Rezept. Ja, es ist eine Anleitung eher. Also, ne, das sollte ich vielleicht erwarten. Ja, wir können, um Wortschatz einzuführen oder um das generelle Thema, also um das ganze Wissen zuvor aktivieren, können wir Bilder verwenden, Fotos verwenden. Ja, Hygienemanagement genauso wie Müllbesprechung, ja, oder das große Thema Klimaschutz zu besprechen, ja, eignet sich wunderbar, Fotos zu benutzen, Gegenstände zu benutzen für eine Wortschatzeinführung oder auch eine Wortschatzvertiefung, ja, pantomimisch Dinge darzustellen, da bin ich absolut Fan von, ja, die Textsorte zu besprechen. Also vielleicht rein nach der Optik, wie wir das vorhin gemacht haben. Einfach erstmal nur drauf gucken und sagen, was ist das für eine Textsorte?
ja, um dann zu dieser Hypothesenbildung zu kommen, um Fragen an den Text zu stellen, um zu sagen, okay, der Inhalt des Textes müsste jetzt das sein. Ja, und dann sind wir gefragt, weil wir lesen ja nicht einfach nur den Text, wir machen ja was damit. Ja, dann sind wir gefragt, welche Aufgabenstellung geben wir denn? Denn die Aufgabenstellung definiert den Lesestil. Da wir globales Lesen hier gerade bedenken, ja, gehen wir also davon aus, dass wir allgemeine Fragen stellen. Ja, zum Beispiel, also gar nicht schon genau zu fragen, wie viel Plastikmüll ist denn nun in den Meeren oder seit wann ist der gestiegen, sondern mehr sowas zu fragen, was wird daraus gemacht? Ja, was ist überhaupt das Problem? Ja, also das ist eine allgemeine Frage. Was ist das Problem? Welche Probleme werden genannt? Ja, das ist noch keine spezifische Frage. Was wird am Anfang gesagt? Was wird am Ende des Textes gesagt? Ja, um in dieses globale Lesen quasi übergehen zu können. Ja, genau. Bei den Überschriften, ja, also so während des Lesens, ja, worum geht es in dem Text? Ja, hier wieder die Plastikmüllgeschichte sozusagen, ja, das ist auch aus dem Lehrwerk genommen, ja. Die Antwort liegt ja auch meist schon in der Überschrift. Und eine wunderbare Übung ist, besonders mit so einem kleinen Text, dass man das also besprochen hat, dass man das Vorwissen aktiviert hat, ja, und dass man sagt, hey, wir wollen heute mal einen komplizierteren Text lesen, werden aber zunächst uns nochmal den Lehrwerkstext nehmen, um dann wirklich einen Text aus einer Zeitung, einer Zeitschrift zu nehmen und den einfach mal auf Deutsch zu lesen, ja. Und werden aber vorher das anhand dieses Beispiels nochmal üben, ja. Und dann drehe ich gerne eine Sanduhr um und sage, okay, es gibt jetzt, hier würde ich vielleicht 2 Minuten eher so geben. Das klingt sehr wenig, ja, aber um zu sagen, alles klar, ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, um diesen Text zu überfliegen, beziehungsweise halt zu lesen und die Hauptinformationen zu erkennen. Ja, wenn man nämlich zu viel Zeit gibt, wenn wir jetzt wirklich nur wollen, dass Lernende erstmal generell Informationen filtern und sagen können, worum es da geht, dann ist zu viel Zeit zum Lesen ungünstig. Und das haben Sie bestimmt alle schon mal erlebt, insbesondere wenn Sie ja authentische Texte benutzen. Je mehr Zeit ich gebe, desto mehr neigen Lernende dazu, sich jedes Wort anzustreichen, was sie in irgendeiner Form nicht verstehen oder denken, nicht zu verstehen. Ja, und vielleicht, wenn Smartphones oder andere Hilfsmittel im Unterricht erlaubt sind, die Wörter nachzugucken. Das ist nicht unser Ziel. Ja, zumindest erstmal nicht. Unser Ziel ist erstmal, um authentische Texte einzuführen, unser Ziel ist erstmal einfach nur, die groben Informationen herauszufiltern. Und das Gleiche können wir mit diesem authentischen Text machen. Ja, bei diesem Thema, was ja sehr hochaktuell ist, besteht die Möglichkeit halt sehr, dass man etwas findet, also dass man auch auf die Schnelle etwas finden würde, um einen authentischen Text anbieten zu können den Lernenden. Wenn sie das nicht haben, also ich schreibe auch manchmal selber, beziehungsweise suche ich einen raus und schreibe die dann um. Ja, denn das große Ziel ist, dass Lernende ihr Leseverstehen steigern. Ja, und natürlich motivierter sind zu lesen und einfach auch, dass wir die einfach nicht verlieren im Kurs. Ja, also dass sie halt nicht irgendwie abdriften und sich mit anderen Sachen beschäftigen oder ihre Motivation verlieren. Ja, ist eine gute Möglichkeit, das auch auf die Schnelle zu machen, sozusagen. Ja, also das so ein bisschen mit Zeit zu machen. Genau. Was ich sehr gerne mache, dass so bestimmte Verstehensinseln also auch nochmal in der Textvorentlastung, dass so bestimmte Verstehensinseln gebaut werden, ja. Klar, das Weltwissen wird aktiviert. Nicht alle haben das gleiche Weltwissen. Das wissen wir, ja. Aber die einen wissen mehr, die anderen wissen weniger. Und es können quasi im Raum sogenannte Inseln gebaut werden, um Dinge zu verstehen. Also um zum Beispiel schon mal Vorwissen aufzuschreiben, ja. Also wenn es jetzt um Hygiene geht oder um Plastikmüll eben geht oder auch um andere Dinge, dass man so an bestimmten Orten im Klassenraum oder im Unterrichtsraum diese Informationen schon mal findet, zum Beispiel anhand von Bildern oder anhand
von einfach reinem Wortschatz, ja, beziehungsweise um das Ganze quasi zu steigern oder um das Ganze auch zu festigen, dieses Weltwissen, ja, dass sie einfach im Text dann bestimmte Wörter oder Namen oder Zahlen erstmal suchen müssen, was sich ja zu dem Text zum Plastikmüll sehr gut eignen würde, ja, da bestimmte Namen rauszusuchen, ja, bestimmte Zahlen rauszusuchen, ja, oder bestimmte Namen sich zu merken oder zu filtern. Das ist zwar dann schon eine andere Art des Leseverstehens, das ist schon ein selektierendes, das ist sogar schon ein detailliertes Leseverstehen, ja, aber dadurch können wir bestimmte Inseln bauen, ja, und können Lernende auch aktivieren. Also was ich sehr gerne mache, wenn es besonders wirklich um so, wie so statistische Informationen geht, ja, was oft zu bestimmten Themen ja passt, dass sie dann aufstehen müssen und diese zum Beispiel Zahlen an einer bestimmten Stelle im Kursraum aufschreiben müssen. Ja, also dass es dann quasi so diese statistische Ecke gibt, also sie heißt eher die Zahlenecke, ja, und dass sie das dann da hinschreiben müssen, ne? In der Hoffnung, dass alle dann am Ende das gleiche Ergebnis haben, ja. Weil dann sind sie aktiviert, dann sind sie in Bewegung. Und dann, also dann kann man das auch quasi noch am Nachmittag machen, je nachdem, wann der Deutschunterricht stattfindet, ja, dass sie einfach, also dass wir einfach erstmal verschiedene Inseln bauen, sollte der Text zu kompliziert sein, um dann genauer mit dem Text umgehen zu können. Mit genauer meine ich zum Beispiel unbekannten Wortschatz anzugucken oder auch sich anzuschauen, wie die Grammatik ist. Wie genau funktioniert die Zahlenecke? Nehmen wir an, hinter mir, wo das Bücherregal ist, hängt ein großes Plakat und da stehen die Zahlen drauf. Das ist natürlich vorher eingeführt, insofern, dass die Lernenden wissen, wir haben diese Zahlenecke oder auch Namensecke. Ja, sie lesen den Text selbstständig und in dem Beispiel mit den authentischen, in dem Beispiel mit dem Plastikmüll war es so, dass da bestimmte Dinge in Zahlen angegeben worden sind. Und sie müssen quasi das filtern, also was ist denn da diese Menge, also da waren so Kilogramm angegeben und Jahreszahlen, ja, und dann müssten sie quasi dahinter gehen und dann eben schreiben, ja, 1970, Menge Plastikmüll, 80 Kilo, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das da steht, aber das wäre eine, also so ist die Möglichkeit, dass sie eine Zahlenecke hinschreiben, eine Zahlenecke nutzen. Wenn der Unterricht online stattfindet, ist das möglich, in Breakout Rooms das zu machen, wenn sie das über Big Blue Button machen. Ansonsten kommt es darauf an, welchen Device sie benutzen. Also ich nutze den Big Blue Button sehr gerne und sehr viel. Dann kann man das so dort drin machen, beziehungsweise einfach in einem Dokument. Also jeder eröffnet ein Dokument und schickt das dem Lehrer sozusagen. Genau. Genau, und dann kann man am Ende nämlich auch nochmal quasi raten, worum es jetzt hier eigentlich in dem Text geht. Was nicht für alle Lernenden geeignet ist, zu raten, weil manche lesen den Text und verstehen ihn ja einfach. Das ist immer so, weil es gibt überhaupt keine homogene Lernergruppe. Ja, also es gibt immer eine heterogene Lernergruppe, aber die, die schon verstanden haben, worum es in dem Text geht, und die anderen, die es noch nicht verstanden haben, also die es verstanden haben, können quasi denen helfen, die es noch nicht verstanden haben. So, ne, und können quasi die Lehrerposition übernehmen. Ja, genau. Wichtig ist, wenn wir als Lehrende, also besonders wenn es um authentische Texte geht oder um komplizierte Texte einfach geht, ja, wenn wir wissen, das wird jetzt hier ganz schön fordernd, also herausfordernd, ja, für die Lernenden, dass erstmal nur darauf der Fokus gelegt wird, was Lernende verstehen, das können wir einschätzen, was unsere Lernenden verstehen, ja, dass wir uns Zahlen oder beziehungsweise bestimmte Begriffe eignen sich immer wunderbar dazu, ja, also erstmal den Fokus darauf zu legen, um dann sagen zu können, und jetzt gucken wir uns alles andere an. Genau. Wir legen auch kurz den Fokus, das schaffen wir jetzt noch, auf unser nächstes Beispiel. Und zwar geht es um einen Streit am Arbeitsplatz und dort gibt es bestimmte Schlüsselwörter. Ja, wir filtern jetzt auch diese Hauptinformationen raus. Das ist auch aus einem B2-Beispiel. Und ich gebe Ihnen quasi 30 Sekunden, um mal kurz zu schauen, was sind denn hier die Schlüsselwörter in dem, ohne dass wir den Text lesen, sondern wirklich nur so überfliegen, beziehungsweise ist er ja sehr kurz.
und ich rede, was sehr ungünstig ist, wenn ich möchte, dass sie sich konzentrieren. Konflikt, genau. Einfach nur, was sind hier die Schlüsselwörter? Konflikt und Spannung, richtig. Konflikt, Spannung, genau. Genau. Wunderbar. Das ist übrigens aus dem Prüfungstraining vom Focus Deutsch B2 neu genommen. Also das wäre so ein typischer, ein typisches Beispiel dafür, wie so ein Prüfungstext aussehen kann. Das ist aus dem ersten Teil genommen, das heißt, es geht tatsächlich ums globale Leseverstehen. Genau, Konflikt und Kosten. Genau, wunderbar. Ja, also ich habe auch Konflikte, Konfliktarten, negative Folgen und unangenehmes Arbeitsklima, was aber nicht heißt, dass das, was Sie geschrieben haben, falsch ist. Richtig. Richtig, Spannungen verursachen. Genau, wunderbar, wunderbar. Wunderbare Übung, um zu üben. Wir gucken nur auf die Sachen, die wir kennen oder die uns ins Auge schießen. So, alles klar. Wir sind bei den letzten zwei Folien angekommen. Und dann ist es um vier. Genau, also was können wir denn nach dem Lesen machen? Ja, wir haben jetzt gelesen, wir haben versucht, die Leserichtung zu aktivieren und zu lenken vor allen Dingen, also wir mit unseren Lernenden, ja, was können wir nach dem Lesen machen? Wir können Fragen beantworten. Fragen, die vorher dem Text gestellt worden sind, Fragen, die die Lernenden an den Text gestellt haben, Fragen, die später auch aufkommen. Ja, also das kann man auch sehr gut filtern, ja. Also erstmal zu sagen, okay, welche Fragen hatten wir an den Text gestellt? Welche Fragen sind vielleicht vorgegeben worden, also im Lehrwerk, wenn es ein Lehrwerkstext ist, oder von uns, wenn es ein Text von Lernen, ein authentischer Text ist. Ja, genau, und dann können wir immer Wortschatz und Satzbau vergleichen. Das macht das Ganze auch einfacher. Das wirkt erstmal riesig, ja, aber das macht es für die Lernenden klarer, wenn man das Ganze miteinander dann vergleicht, um zu gucken, welcher Wortschatz wird im Lehrwerk genutzt, welcher Wortschatz wird in dem Zeitungsartikel, in dem Internetartikel oder wie auch immer benutzt. Ja, und welche Grammatiken werden benutzt, welche Konstruktionen werden benutzt. Ja, deswegen muss ich halt sehr aufpassen, wenn meine Lernenden noch auf einem sehr niedrigen Niveau sind. Ich kann authentische Texte benutzen, ist gar kein Problem, aber dann muss ich aufpassen, welche Konstruktionen verwendet werden. Ja, gehen die oder gehen die nicht? Also sind die zu überfordernd oder eben nicht? Ja, genau. Und was ich sehr gerne mache, besonders wenn es um Fachliteratur jetzt hier schon geht, ja, das im alltagssprachlichen Wortschatz wiederzugeben. Denn nur dann kann ich sehen, das ist eine der Erfolgskontrollen schlechthin, dann kann ich sehen, ist das überhaupt verstanden worden oder nicht. Ja, genau. Und dann können wir natürlich das Ganze transferieren, ja, alles herausfiltern, alles, was neu war, Wortschatz oder Grammatik, ja, wir können eine Schreibübung dafür nutzen, was mit authentischen Texten immer super super ist. Ja, also wenn das jetzt so ein Blog-Eintrag war oder so, oder wenn das aus einer Zeitschrift genommen ist, dann kann man ja oft so einen Brief schreiben. Also ist ja auch realistisch, so ein Leserbrief kann ja geschrieben werden, ja. Den dann daraufhin zu verfassen, das ist großartig. Das trainiert so viel, ja. Und das ist halt, die Arbeit mit dem Text wird dadurch so viel intensiver, ja. Wir können eine Zusammenfassung schreiben, ja. Wir können einen ähnlichen Text verfassen. Wir können einen Bericht schreiben. Wir können darüber schreiben, wie die Dinge in unseren Heimatländern wahrgenommen werden. Ja, also das ist ja oft eine deutsche Sichtweise, die hier beschrieben wird, ja. Wir können darüber sprechen, wir können ein Interview bauen, das mache ich super gerne, ja. Es kann eine Umfrage gestartet werden und das können Sie auch, wenn Sie im Online-Unterricht sind, können Sie das ja super. Also es gibt so Umfragetools online, damit können Lernende wirklich so eigene Umfragen erstellen. Das können ja Mini-Umfragen sein, also wenn Sie Kahoot kennen zum Beispiel, wäre das eine Möglichkeit. Oder wirklich so für Fragebogen-Umfragetools, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Und ich bin sehr großer Fan davon, sowas wie Werbespots beziehungsweise so kleine Vorträge oder so Diskussionsrunden zu erstellen. Ja, hier fragt gerade jemand, wie authentisch ist der Transfer, wenn man eine Zusammenfassung schreibt. Naja, es ist dann immerhin die Anwendung des Wortschatzes und der Grammatik. Ja, Kahoot ist super, genau. Und Sie selber als Lehrende testen damit quasi die Erfolgskontrolle. Ja, genau. So. Okay, also ich hoffe, das hat jetzt die Frage beantwortet.
Das war's von meiner Seite. Wir sind bei 16:02 Uhr. Ich habe 2 Minuten überzogen. Es tut mir sehr leid. Ja, also vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme.